Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Aufnahme hier in KSP im Hard Mode. Und ja, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Der Garbager hat es nicht so gebracht. Ich habe mir beim Schneiden nochmal überlegt, ja, vielleicht sind wir selbst schuld gewesen. Vielleicht war ich schuld, den Gravity Turn doch zu sehr erzwungen und vielleicht doch deutlich zu früh in den Turn gestartet mit dieser Payload. Ich weiß es nicht. Der Debris ist mittlerweile leider vernichtet oder zum Glück vernichtet. Ich habe ihn wie angekündigt manuell vernichtet. Wir sind nach wie vor im 64-Bit-Modus und ich hoffe, dass wir einigermaßen spielen können. Das Safe Game habe ich mir auf jeden Fall gesichert und wie ihr jetzt hier sehen könnt, im Hintergrund läuft die Uhr runter. Das Zeitfenster Richtung Joule kommt näher und näher. Und da zeigt es einem die Sekunden an. Das ist ja alles sehr, sehr wunderbar. Nein, brauche ich alles nicht. Nein. Hat er mir jetzt den Time Warp? Ja, er hat mir den Time Warp zerfetzt. 170 Tage noch, jetzt noch ein bisschen schneller warpen und dann ab ins VAB, Vehicle Assembly Building, da habe ich eine Rakete schon vorbereitet und dann geht's schon auf Richtung Joule. Wir schauen ein letztes Mal in Mission Control, in die Contracts, Eve, Temperature, Space Around Gilly, ja, ich glaube, von den Kohlen her haben wir jetzt erstmal kein Problem und deshalb, wir brauchen dringend Science und lasst uns doch Science sammeln. Deswegen denke ich, wir werden jetzt hier noch weiter runter warpen und uns dann in dieser Folge bereits aufmachen Richtung Joule. Wir werden diesmal auch keine Parallelmissionen haben. Ich habe da jetzt erstmal ein bisschen die Schnauze voll. Ich hatte auch, war kurz davor wirklich die Lust gänzlich zu verlieren. Jetzt sind wir mit deutlich weniger Debris unterwegs. Wir sind daher auch mit weniger aktiven Flügen unterwegs. Und hier seht ihr also die Joule Probe. Und ich habe dazu die Lifter Stage ein bisschen angepasst. Bin immer noch nicht ganz zufrieden, aber sollte auf jeden Fall in Ordnung sein. Wir können noch eins machen, fällt mir gerade so auf. Ach nee, wir basteln da jetzt nicht weiter rum, wir machen jetzt nur noch schnell die Checkliste. Hier ist die Transfer Stage. Also die Lifter Stage soll uns in den Orbit bringen und dann haben wir gut und gerne noch 5.500 Delta V. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um uns zumindest zu Joule, ins Joule-System zu bringen. Ob wir dann auch den Contract erfüllen, wir haben ja mehrere Contracts, unter anderem eben einen mit einem Satelliten. Denke ich, dass wir den auch schaffen werden, aber zurückfliegen. Oder vielleicht sogar zu einem Joule-Mond zu fliegen, da weiß ich nicht, da wird das Delta-V nicht ausreichen. Zurück zur Checkliste. Wir haben unten, fangen wir doch unten an, wir haben die Booster, alle drei Rockets starten, dann die Fallschirme für die Lifter-Stage. Muss mal schauen, wann wir die recovern. Wir dürfen alles nur diesmal wirklich nicht flippen. Sind es ja erst die Drogues, dann die. Die können wir eigentlich auch alle mal in eine machen. Naja, wer weiß, bevor Schlimmeres passiert. Behalten wir die.
Dann hier das Fairing. Mit dem Decoupler, das ist überhaupt nicht gut. Ich sollte mir erstmal das Fairing abtrennen. Und das Fairing sollten wir sogar runterziehen, bevor wir mit der Stage auch ganz oben sind. Weil es wiegt ja doch einiges. Wir sind jetzt hier bei 1,5 Tonnen. Sollte man nicht unterschätzen. Ich werde es eh wahrscheinlich wieder manuell abtrennen, aber Ejection Force machen wir auf 30%. Dann haben wir unsere Transfer Stage, die hier decoupled wird. Es sind vier kleinere Engines angebracht. Die Spark. Und ja, das ist jetzt. Sehe gerade, die Symmetrie könnte etwas besser sein, oder täusche ich mich hier? Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich, dass die Symmetrie passt. Ich weiß nicht, wo die sich ausrichtet. Ein bisschen ärgerlich jetzt. Vor allem, weil ich jetzt eigentlich schon starten wollte und jetzt hier nicht nur im Assembly Building rumtun will. Vor allem nicht unter dieser Shell von der Fairing. Jetzt vielleicht noch hier ein bisschen drehen. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Jetzt hat er mir die Symmetrie auch noch zerzimmert. Das ist ja wunderbar. Passt. Ich würde sagen, wir haben das. Hier ist der Kerr. Fallschirme brauchen wir nicht. Die haben wir hier unten. Die wird nicht mehr zurückkehren, die Stage. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Gehen auf Launch. Und begeben uns langsam aber sicher auf die Reise Richtung Joule. Ich habe mir auch neulich beim Videoschnitt gedacht, ich werde in Zukunft jetzt entweder wirklich deutlich konzentrierter labern. Ich habe auch mehrere geile Themen, das freut mich sehr. Wobei ich mir da endlich Gedanken, was heißt endlich, wirklich Gedanken mache wegen meinem Multitasking oder meiner fehlenden Multitasking-Fähigkeit. So, 4 Stunden. Ich würde sagen, wir jagen das Ding mal. In den Orbit. Und wir dürfen alles, wir dürfen nur nicht flippen. Sie dreht sich extrem. Wir machen gleich mal Folgendes. Wir setzen Joule als Target und hauen hier den Kerr rein mit Rendezvous. Inclination 1,30. Können wir denn die Inclination irgendwie verändern? Nö, wir können nichts. Wir können auch eher noch flippen, wenn ich nicht aufpasse. An der Inclination ändert sich überhaupt nichts, wie ihr sehen könnt. Deswegen einfach in den Orbit, ohne großartig faxen. Das Fairing funktioniert gut. Ich bin die Rakete selbstverständlich, oder nach der letzten Folge sollte ich nicht so selbstverständlich sagen. Aber ich bin die Rakete nicht testgeflogen. Bin jetzt hier mit dem Ascent mehr als zufrieden. Wer den Garbager kennt. Und hier seht ihr es, ich kann aus dem Prograde rauslenken. Wir sind jetzt zwar schon auf 12.000. Aber hey Freunde, ihr habt den Garbager erlebt. Es war eine Katastrophe.
Das war eine einfache Katastrophe. Ich konnte sie nicht halten und ich konnte vor allem auch überhaupt nicht aus dem obersten Kreis, geschweige denn aus dem Prograde Vector rauslenken. Völlig undenkbar. Das geht jetzt hier sehr gut. Wir deployen mal, was uns die Booster kostet und den Aufstieg völlig zunichte macht. Das ist sehr lustig, kostet uns eine Menge Kohle. Allerdings muss ich selber eingestehen, das war mal Kerbal-like. Echt lustig, konnte ich jetzt überhaupt nicht damit rechnen. Da hätte dann doch die Ejection Force etwas größer sein müssen. Wir könnten jetzt natürlich das jetzt hier absprengen. Ich will jetzt hier nicht mit dieser da noch versuchen, in Orbit zu kommen. War lustig, war unerwartet. Ejection Force höher. Jetzt weiß ich auch, warum die so hoch ist. Sollte nicht dagegen knallen. Und das Fairing ist so leicht, hätte ich jetzt nie gedacht, dass es uns die ganze Lifter Stage wegzimmert. Aber ja, so war's. 64-Bit-Modus ist jetzt in diesem Fall nicht schuld, konnte ich zumindest nicht erkennen. Ich habe eh die Hoffnung und auch das Gefühl, dass es besser läuft. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Sonde oder diese Transfer Stage in den Orbit gebracht habe. Bis gleich! So, da sind wir in Orbit um Kerben. Hier hinten der Mann, ziemlich cool. Nicht nur der Mann, sondern hier ist Joule, unser Ziel. Hier die Sonne. Da, was das ist, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht nachschauen. Aber schaut mal das, Leute. Ich glaube, Moho, Dres, Duna und Eve. Absolut cool. Ja, es könnte Moho sein, weiß ich jetzt auch nicht. Ziemlich cooles Line-up, würde ich sagen. Die Delta V sind nicht so cool. Wir haben 5000 total. Delta V sollte noch ausreichen, aber es war schon wieder ein Ich bin einmal geflippt und es hat relativ lange gedauert, bis ich sie unter Kontrolle hatte. Nichtsdestotrotz, die Stage hier, die hat ordentlich Power, finde ich cool. Sieht auch vor allem sehr nice aus. Und wir können mal Folgendes machen. Wir können die Panels extenden, um lediglich ein bisschen Sonnenstrahlen zu cachen und keinerlei Risiko einzugehen. Und was ich vorhin angefangen habe zu erzählen, ist mir schon wieder aufgefallen, nicht zu Ende erzählt. Also entweder ich krieg's mit Multitasking auf die Reihe und erzähle deutlich mehr, oder ich muss mehr schneiden, denn mittlerweile ist es doch recht redundant. Immer wieder mal Rendezvous, Docking-Manöver, die ewig lang dauern, oder Aufstiege in die Atmosphäre, in den Orbit. Das will keiner 100-mal sich anschauen, und weil ich ja auch immer mehr oder weniger das gleiche quatsche dazu, ist es auch nicht so prickelnd. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich habe ein paar coole Themen und ich hoffe, ich kann die jetzt zum Besten geben, wenn wir uns Richtung Joule aufmachen. Und eines, ich dachte mir eben, ich habe ja neulich schon angefangen mit dem Mann, mit dem Mond, dass ich dann das reale Pendant, also das Pendant zum Mann in der Realität wäre der Mond, und das Pendant zum zu Joule, die Inclination konnte ich übrigens auch hier jetzt nicht ausgleichen, 1,3, die müssen wir einfach ausgleichen. Das Pendant zu Joule in der realen Welt, ja, wäre entweder Saturn oder Jupiter. Ich würde sagen Jupiter, ganz einfach aus dem Grund, weil Jupiter doch der größte Planet unseres Sonnensystems ist, und von daher
Saturn zwar auch ziemlich groß ist, es ist ja auch ein Gasriese. Aber ja, es gibt eben kein vergleichbares Pendant zum Saturn. Es gibt keinen einzigen Ringplaneten in KSP. Also schon zweimal nicht einen Ringplaneten, der so einen schönen Ring hat wie Saturn. Wir sind deutlich zu langsam. Wie kann das jetzt sein? 3 Stunden. Sollten wir dann nochmal warpen? Ich kann mal Folgendes machen. Jupiter hat natürlich auch Ringe. Ist auch noch gar nicht so lang bekannt. Also auf den meisten Aufnahmen vom Jupiter sieht man die Ringe. Die sind sehr schwach. 6 Tage. Tja, ich würde sagen, da schauen wir uns doch mal die Manövernote an. Was mit dieser Manövernote passiert, wenn wir hier mal noch ein paar Orbite draufpacken. Ob wir uns dann nähern. Scheint so. Scheint tatsächlich so. Lass mich das mal verschieben. Nicht so weit. So. Können wir auch hier noch ein bisschen so tun. Aha, 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 es wird also tatsächlich besser. Wir haben Manöver in 2 Tagen. Was passiert jetzt, wenn wir hier 3 Tage machen? Achso, es sind ja nicht mal. Da müssen wir noch einige draufpacken. Gehen wir mal auf 6 Tage, so wie es uns ansagt, und 5 Stunden. So. Würde ich sagen, sieht ganz gut aus. Dann ein bisschen Retro. Aha, aha, sieht noch besser aus. Da kommen wir schon sehr, sehr nahe. Aha, da ist auch schon der Encounter. Jetzt, wenn er mir den jetzt hier auch noch anzeigen würde, dann wäre es ganz großartig. Gerade wir brauchen extrem viel Delta V. Noch deutlich zu viel. So, jetzt sieht schon besser aus. 2000. Wir hatten gut und gern mal 1000 Delta V zu viel. Aha, aha, aha. Er will mir allerdings die Daten nicht anzeigen, deswegen fokussen wir den View mal, versuchen hier das nochmal einzustellen. Aber ich meine, ganz ehrlich Leute, das reicht mir auch, weil wir haben ja hier auch noch eine Inclination, die wir ausgleichen müssen, und das werden wir auf jeden Fall bei der Inclination Note machen. 2060 ist ein gutes Delta-V-Zählchen, würde ich mal sagen. Und wir warpen zum nächsten Manöver. Sehen uns gleich wieder mit einem neuen und spannenden Thema. Zum Thema Jupiter und zum Thema Entstehung des Jupiters bzw. Entstehung unseres Sonnensystems. So könnten wir hier vielleicht noch ein bisschen Delta V rausholen, bevor wir jetzt hier die Aufnahme. Was ist, wenn wir das ein bisschen verschieben? Ah, das ist zu extrem. Jetzt würde ich gern Reverse machen.
Schade, schade. Können wir hier nicht noch in diese Richtung vielleicht? Wieso bist du so sensibel? Aha, ja, ja, jetzt kommen wir schon mal besser hin. Da können wir nochmal gut Delta V rausholen. Schaut an, schaut an. Mit weniger Delta V hat sich dann doch nochmal rentiert. Ab zu Joule. Ja, deutlich weniger Delta V. Bin ich jetzt noch mehr zufrieden? 6 Stunden. Es liegt einfach daran, ist ja kein Tutorial, keine Tutorial-Serie, aber liegt einfach daran, dass wir hier noch mehr einfach auf der Linie, auf der Pro-Grade-Linie von Körben sind. Und je näher unsere Beschleunigungslinie hier zu der Umlaufbahn von Körben ist, umso effektiver ist das Ganze auch und umso mehr Delta-V sparen wir uns. Schauen wir jetzt mal schnell, wie lang das dauert, um zum Manöver zu warpen. Wir können auch Folgendes mal machen. Wir können hier das Manöver adden. 6 Tagen, 4 Stunden. 57 Minuten. Das heißt, löschen wir hier mal. Adden das Manöver und warpen. Das erleben wir so nicht. Ich würde sagen, bis gleich. Da sind wir. Time Warp complete. Ich richte mich auf die Manövernote aus. Wir haben voraussichtliche Brenndauer von Weiß der Kuckuck. Deswegen will ich mal Folgendes machen. Wir werden hierhin warpen. Und dann werde ich mal die Triebwerke zünden. So, die werde ich hier mal zünden. 5 Minuten. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall schon mal brennen. Bin ich etwas irritiert, dass es so lang dauert. Aber es ist eben Joule. Und das ist laut. Ich werde mal ein bisschen weiter weggehen. Ich mache mal Folgendes. Ach, sieh mal an. Es geht tatsächlich Pause. Ich dachte, im Hard Mode funktioniert Escape nicht als Pause. Da funktioniert nur F3, dachte ich. Aber anscheinend funktioniert auch die Pause. Übrigens, ich finde Spiele, wo man keine Pause machen kann, einfach lächerlich. Ich glaube, wie Happy Few waren das. Ich werde jetzt dann auch bald mit Ark Survival Evolved anfangen. Finde ich sehr, sehr geil, was ich da bisher gesehen habe über das Spiel. Ich weiß nicht, ob man da Pause machen kann. Es gibt viele Spiele, ich glaube auch The Long Dark kann man keine Pause machen. Finde ich lächerlich. Selbst in einem Survival... Moment mal, ich wollte Folgendes machen. Ich wollte den Sound runterdrehen vom Spacecraft.